oder? Und gelb, ja? Gelb ist öffentlich, sind auch schnell. Ah, bald. Öffentlich. Okay, passt schon. Okay, aber danke. Nur noch 30 Sekunden bei gelb. Noch 30 Sekunden. Danke. Müsste schon gehen. Ja. Scheiße, hier ist kein. So. Hallo. Bemängt. So, nehmen wir mal einen Reiko mit. Jetzt geht's. Des Butters, keine da. Und die einzigen, die da sind, haben Feuersturm. Das können wir leider nicht nochmal durchmachen. Jetzt demnächst müssen ein paar schlüpfen. Schauen wir mal hoffentlich. Nach dem Reiko-Rate hier. Ich habe meine gelben Freunde hier nicht angeschaut. Schlecht. 1847. 1846. Schon drei Nieten. Schade. So, letzter Versuch. Nicht getroffen. Also nicht extra getroffen, aber. Nee, schade. Ich
Ja, so, das war's. Wir haben keinen Despotar mehr gefunden. Was eigentlich das Problem ist, die Raids sind so komisch zurzeit, vor allem für uns in Deutschland. Erstens, die wurden auf 45 Minuten reduziert, was keine Ahnung, was sich Niantic da gedacht hat, aber das ist richtig nervig. Vor allem, wenn man gezielt etwas sucht, wie zum Beispiel jetzt Despotar. Und wir mussten ja sogar ein Despotar suchen, das keinen Feuersturm hat. Es kamen sogar ein paar, aber die hatten alle Feuersturm. Und dann sind die halt auch nur noch 45 Minuten da. Sprich, man muss hinfahren und so. Also zum Glück hatte Philipp ein Auto, was auch schon sehr ungewöhnlich ist, dass er mal fährt. Normalerweise ist er immer mit dem Fahrrad unterwegs. Und ja, keinen mehr gefunden. Es sind ein paar gekommen, wie gesagt, mit Feuersturm, aber sonst war es halt schon spät und die Raids hören ja momentan richtig früh auf. Normalerweise war es bis kurz vor 10 ungefähr. Dann wegen der Zeitumstellung eine Stunde früher, das heißt kurz vor 9. Und dadurch, dass die 15 Minuten früher aufhören, also nur noch 45 Minuten dauern, ist halt so ungefähr ein Viertel vor 9. Was halt echt nicht viel Zeit ist. Vor allem haben viele Leute erst so um 8, 9 Uhr aus und die können dann keinen Raid mehr machen. Also theoretisch könnten die in der Früh einen machen, aber in der Früh entwickelt sich nichts, ergibt sich nichts. Also da sind die meisten noch gar nicht wach. Also es ist ja zum Beispiel jetzt Sonntag, ich muss gleich in die Arbeit. Und hier zum Beispiel wäre einer, der schlüpft um 9.27 Uhr bis 10.12 Uhr. Ich muss um 12 Uhr los und für den ergibt sich sicher nichts. Das heißt, ich habe gestern schon keinen gemacht, weil gestern war ich auch arbeiten. Muss ich schauen, wie ich zurechtkomme und irgendwie einen Dreier alleine mache oder sowas. Oder vielleicht ein Zweier Austausch. Ich habe gehört, der soll recht schwer sein. Den werde ich jetzt demnächst auch für euch ausprobieren. Aber sonst keine Chancen. Das habe ich jetzt, wie nennt man das, mit der eigenen Haut zu spüren bekommen. Dass das echt leidend ist. Zum Glück arbeite ich nur Teilzeit. Bisschen Geld nebenbei verdienen. Manche haben gefragt, was ich jetzt so mache nach dem Studium. Arbeit suchen und nebenbei ein bisschen arbeiten. Ich darf mit YouTube und meinem Channel ja nicht zu viel Geld machen, ansonsten gelte ich ja als Geldgeil. Dementsprechend habe ich mir jetzt einen Nebenjob gesucht. Und da ist richtig leidend. Also, ich habe es jetzt einmal geschafft, in der Mittagspause einen Raid zu machen. Aber ansonsten, wenn du da irgendwann so Mittag oder früh anfängst zu arbeiten und dann bis spät und wenn du rauskommst, alle Raids vorbei. Also, das geht echt nicht. Vor allem, wenn ich an zwei Tagen hintereinander mal arbeite, dann wird es echt eng mit den Raids, wie zum Beispiel gestern und heute. Gestern habe ich keinen reingequetscht bekommen, sprich heute muss ich unbedingt einen machen, sonst geht der verloren. Was halt letzte Woche zum Beispiel auch passiert ist, da habe ich einen verloren, weil ich dreimal hintereinander arbeiten musste und das ging gar nicht mit den Raids. Sprich, ich habe jetzt bis 12 Zeit, irgendeinen Raid zu machen, den ich finde, damit ich wenigstens irgendwas gemacht habe. Und gestern, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob es jetzt so ist, ich habe da irgendwas gelesen, aber ich finde es gerade nicht, deswegen kann ich da nichts bestätigen. Aber gestern haben die Raids sogar vor 20 Uhr bereits aufgehört und da kamen keine neuen Eier mehr. Also das wäre dann nochmal ein bisschen früher, was noch leidender wäre. Also ich habe es dann nur so nebenbei in einem der Raid-Chats mitbekommen. Da ein paar gelitten und ein bisschen rumgeraged. Aber was soll man machen? Mal schauen, ob Niantic das so beibehält oder hoffentlich da was ändern wird. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Ich meine, früher als Student oder als Arbeitsloser oder Arbeitssuchender war es echt kein Problem, irgendwann mittags mal einen Raid zu machen. Aber als Arbeitender ist es echt beinahe unmöglich, vor allem wenn man einen legendären Raid machen will, wo mehrere Leute zusammenkommen müssen, das ist beinahe unmöglich, was halt richtig behindert ist. Aber schreibt eure Meinung und eure Erfahrung unten in die Kommentare. Ansonsten schauen wir mal, was so geht jetzt raidmäßig, ob ich noch einen schaffe oder ob der Pass schon wieder verfallen muss. Aber das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren, check meinen Shop ab, check Facebook, Twitter und Instagram von mir ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.